Vom 1. bis 8. Februar 2014 wird in der AG-Kultur wieder viel gelacht. Denn in dieser Woche findet das 32. Mozart-Kabarett-Festival statt. Organisator Markus Grüner-Musil zeigt sich mit dem Line-Up sehr zufrieden. Ich bin, muss ich sagen, mit dem heurigen Festival wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenstellung, weil es sowohl von der Vielfalt her das abbildet, was ich mir unter diesem Festival vorstelle, als auch, finde ich, von der Qualität dessen, was diese Vielfalt zu bieten hat, finde ich, auf tollem Niveau ist. Auf ein Highlight dürfen sich die Salzburger ganz besonders freuen. Thomas Quasthoff geht gemeinsam mit Michael Frowin mit einem brandneuen Kabarettprogramm Keine Kunst an den Start. Das ist eine Österreich-Premiere, über die ich mich sehr freue, weil es ist das erste Mal, dass der Thomas Quasthoff ein Kabarettprogramm gemacht hat. Also es gibt es jetzt seit knapp 2 Monaten mit dem Satiriker Michael Frowin. Den Thomas Quasthoff muss ich in so einer Runde Gott sei Dank hier nicht erklären, weil in Salzburg kennen ihn wirklich viele und schätzen ihn sehr. Viele haben ja schon gesagt, dass er ein unglaublich unterhaltsamer Mensch ist und ein großes satirisches Potenzial hat, und dieses Potenzial hat er jetzt auch auf die Bühne gebracht. Nähere Infos zum Programm sowie Preise finden Sie unter agekultur.at.